Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu Valentin Rossi, The Game, in der MotoGP. Konnte man mich hören überhaupt jetzt? Ich weiß es nicht. So, noch einmal kurz zurück. Und wieder rein, dass ich da die Übersicht behalte. Wunderbar. So, was machen wir heute? Wir fahren den Grand Prix von Argentinien im Livestream. Zwar leider etwas spät, 23:30 am Sonntag, aber ich habe es euch versprochen. Und alle, die sich nicht jetzt anschauen können, können sich es dann natürlich auf YouTube anschauen. Ja, ich werde jetzt sicherheitshalber, weil es leider nicht immer funktioniert, dass mir der Stream dann eingebettet wird, werde ich hier meine Aufnahme starten. Moment. Ja, Aufnahme rennt. Somit auch herzliches Willkommen, falls der Stream nicht hochgeladen wird. Herzliches Willkommen auf YouTube, dann am nächsten Tag quasi. Hier jetzt das 100% Rennen von Argentinien, was ich gesagt habe, immer am Rennwochenende danach. Jetzt bin ich komplett motiviert, Freunde. Hallo Marvin. Er ist auch wieder am Start. Mario Riedl, ein Hallo hier im Chat. Gut, jetzt ist die Frage, fahre ich einen Benutzer? Nein, ich will halt einen offiziellen Fahrer fahren. Jetzt ist nur die Frage, Maverick Vinales auf Suzuki. Ich glaube, das wäre geil. Leider haben wir das neue Spiel noch nicht, aber er hat gewonnen auf Yamaha. Ja, Marquez gestürzt, dann Pedrosa auch über dieselbe Bodenwelle gestürzt und Lorenzo auf der Ducati war schon so nervös in der ersten Rechtskurve, dass er auch, ich glaube, hinten Iannone draufgefahren ist. Und ja, dann gleich in der ersten Kurve weggestürzt ist. Also da, puh, Dovi war gut unterwegs, hatte wieder Pech, dem ist hinten, ich glaube, wer ist ihm reingefahren? Ich glaube, Moment, ich glaube, Pol Espargaró jetzt auf der Aprilia ist ihm hinten reingefahren. Das ist auch ein extremes Pech natürlich. So, jetzt ist nur die Frage, mit wem fahren wir heute? Die Ducati Boys will ich eigentlich fahren lassen. Ja, mit Maverick, das wäre eigentlich ganz nice. Oder mit einer Pramac, schauen wir mal. Ich kann Crutchlow, brauchen wir nicht. Da fahren wir nichts. Hector Barbera, den lassen wir fahren. Loris Bass. Ja, mal mit einer Ducati wäre geil. Yoni Hernandez, ja, die ist ein bisschen schwächer. Eugene Laverty, ich glaube, die sind beide nicht mehr am Start. Eugene, glaube ich, in der Superbike hier unterwegs. Und Loris Bass ist noch dabei. Also wen nehmen wir jetzt als... schwierig, ganz schwächster Motorrad will ich jetzt auch nicht nehmen. Loris Bass könnten wir fahren. Oder doch, wo ist er jetzt? Yoni Hernandez, der ja gewechselt ist in die Moto2. Hat ein relativ schwaches Motorrad. Nö, ich glaube, ich will heute mal mit Loris Bass fahren, mit einer Ducati. Einfach mal so. Wobei hier die Pramac natürlich schon ein bisschen stärker wäre, das wäre auch geil hier mit Scott Redding. Michi S. Wo war bitte KTM? Ja, in welcher Klasse? Sie waren überall gut dabei. In der Moto2 sogar am Podium. Ja, ich würde sagen, zweites Rennen. Sie waren hinten dran, also 14 und 15, was ich weiß. Für das, dass es das zweite WM-Rennen war, würde ich sagen, gar nicht so schlecht. So, dann
Thermas die Rio Hondo, da haben wir das letzte Mal ja so 100% haben wir eingestellt und haben gesagt, wir gehen da 1 zurück mit der Schwierigkeit. Haben wir das letzte Mal festgestellt beim Karriererennen. Wolkenlos, Moment, wolkenlos, dann nehmen wir, nehmen wir wolkig, ungefähr das Wetter. Und dann gehen wir rein, gleich ins Qualifying. Und schauen wir mal, was wir zustande bringen. Ja, Facecam habe ich heute mal keine am Start. Das lenkt mich nur selber ein bisschen ab hier bei dem Spiel. Ich glaube, das passt auch nicht so wirklich. Hallo Eddie. Das erste Qualifying wird bald gestartet. Damit erhalten die Fahrer, die es gestern im freien Training nicht in die Top 10 geschafft haben, eine zweite Chance. Der Himmel über der Rennstrecke sieht zwar eher düster aus, aber die Meteorologen haben uns versichert, dass es nicht regnen wird. Das ist schon mal positiv. Gut, machen wir mal unsere Standardeinstellungen. Na, Reifen brauchen wir jetzt noch nicht. Da werden wir beim Rennen hinten Medium nehmen, dann sollte das eigentlich ganz gut passen. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Schau mal, wie die Ducati hier so liegt. Ja, ein bisschen laggt's gerade, sehe ich. Ja, mal eine entspannte erste Runde hier fahren. Boah, hier die Stelle, wo in der Moto2 Grand Prix in der letzten Runde Alex Marquez das Hinterrad ihm überholt hat, beim Rausbeschleunigen. Da hat er 10 Meter vor schon einen kleinen Rutscher gehabt und dann hat er es noch einmal probiert. Er wollte unbedingt gewinnen anscheinend oder an Morbido dranbleiben, an seinem Teamkollegen. Und dann ist er aber doch weggerutscht im Hinterrad. Das war wirklich unnötig. Da hätte er sollen doch auf W2 fahren. Gut, von außen ist es immer natürlich leicht zu sagen, aber in der letzten Runde ist halt schon bitter. Ui, hier nur Zweiter. Da müssen wir definitiv noch einmal nachlegen, wenn es irgendwie geht. Sonst kommen wir da nicht ins Q2. Jetzt ein bisschen mit der Ducati hier vertraut machen. Jetzt schon 6 Zehntel Rückstand, das ist nicht gut. Aber wenigstens haben wir ein bisschen Power hier unterm Hintern. Noch sind wir Zweiter, 8 Minuten geht's noch. Na, ja, letzter Sektor jetzt hier rot. 2000stel schneller. Alles der erste. Ah, das war nicht so geil jetzt gerade. Da
Dann gehen wir nochmal kurz zurück in die Box. Schauen wir mal, wie viel haben wir da Vorsprung? Oh, auf Pass hier, auf Loris Pass 0,8. Riskieren wir das? Oh, da sind wir schon zurückgefallen, ja. Komm, da gehen wir noch einmal raus. Einmal probieren wir es noch. Jetzt würden wir um eine Position hier ausscheiden. Das wäre auch bitter. Ich meine, gut, andererseits, wenn wir dann weiterkommen, wären wir in Q1 dann jetzt auch nicht so extrem weit nach vorkommen wahrscheinlich. Also so dramatisch wäre es dann nicht. Einmal versuchen wir es noch. Eine Zehntel, ja, das geht. Auf P3 oder wie? Nein, dritter sind wir. Auf P1 nehme ich an. Fünftel Vorsprung, yes. Aufpassen, nicht das Marquez-Manöver machen hier. Ah, da müssen wir noch ein bisschen Feingefühl entwickeln da beim Anbremsen. 7, knapp 8 Zehntel Vorsprung, das ist geil. Letzte Schikane auch hier mitnehmen. Jawohl, das war gar nicht schlecht, Freunde. Das war gar nicht schlecht. Das sollte jetzt reichen. Jawohl, vor Hector Papera. Den nehmen wir noch mit ins nächste Qualifying. Wunderbar. Die Fans der Motorrad-Weltmeisterschaft zum gleich beginnenden zweiten Qualifying. Hallo Eddie, genau. Und wir ziehen den frischen Reifen auf. Und da geht's auch schon los. Schauen wir mal, was geht hier im zweiten Quali. Mit unserer Pramac Ducati. Die gerade runter. Der Sound ist bei dem Spiel leider sehr schlecht. Das ist noch ein bisschen das Problem von dem Spiel. Leider, leider, leider. Da machen es einige Spiele besser. Forza Horizon, wenn man jetzt rein vom Sound her ist, oder vom Sound her geht, oder auch Race Room, sind von Sound her ganz vorne mit dabei und das macht viel aus bei einem Spiel hier. Das würde einige andere Schwächen dann einfach mal so, ja, in den Hintergrund stellen. Das kann man sich wirklich fast nicht anhören. So, sehr schön. Dann schauen wir zurück in die Box wieder.
Was? MotoGP 17 soll mit 60 FPS erscheinen. Das wäre natürlich der absolute Überhammer. Ja, dadurch, dass bei mir jetzt hier ein Livestream ist, ist es, glaube ich, nicht 60 FPS gerade, das Video zumindest. Außer ich lade dann meine Aufnahme hoch, die nehme ich eigentlich auf 60 FPS auf, aber es bringt nichts, wenn das Spiel nicht 60 FPS ist, natürlich. Und demnächst bin ich da ein bisschen in der Bredouille. So, schau mal, also es gibt noch keine Zeiten. Oh! Nice! Da haben wir die Pole. Geile Sache, Freunde. Schauen wir mal. Ja, Start wird wieder ein bisschen. Da halten es alle wieder rein von der KI her. Müssen wir einfach schauen. Mein Ziel ist einfach. Ja gut, wir haben jetzt einen Punkt weiter unten. Von der Hallo, willkommen bei Schwierigkeit her. der Live-Berichterstattung zum Hallo Eddie. MotoGP-Rennen Das heißt, das sollten wir schon in die Punkte kommen. Autodromo Termas de Rio Hondo. Sie sehen die dichte Wolkendecke ja selbst, liebe Zuschauer. Aber laut letzten Wettervorhersagen soll es dennoch regenfrei bleiben. Sehr schön. Dann in die Startaufstellung. Unbedingt hinten den Medium drauf. Bin mir jetzt nämlich ganz, nicht ganz sicher, wie das hier sich verhält. Gehen wir da einfach mal auf Nummer sicher, würde ich sagen. Und jo. Aufwärmrunde. Und dann geht doch schon los. Habe ich da Hector Barbera gesehen, da hinten irgendwo? In der dritten Reihe, ich glaube. Wir heute mit Scott Redding. Am Start. Und go. Ja, einfach bei diesen 100% Rennen, die ich fahre am Rennwochenende, immer auch zu dem Grand Prix. Da ist schon Lorenzo und Rossi. Grand Prix, das gerade am Wochenende stattfindet. So, ich konzentriere mich mal als Rennen, Freunde. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Sind wir mal Siebter. Janone gut dabei. Dovi, alle dabei. Rossi, Pedrosa Marquez, glaube ich, Lorenzo. Alle da vorne mit dabei. Sehr gut. Nespagaro, wo ist der Sieger von heute? Etwas weiter hinten, Sainz Suzuki. Aber der kann sich bei 100% Rennen sicher mal vorkämpfen. Bin mir sicher. Wir werden einmal halbwegs unseren Rhythmus mal suchen und hoffentlich finden. Oh, Rossi hier mit Problemen. Das hat man schon das letzte Mal, dass er da sogar gestürzt ist, glaube ich. Ja, Zarco und Folger müssen wir auch positiv erwähnen vom heutigen Grand Prix. Super Ergebnis. 5 und 6, glaube ich. War noch Bautista noch vor ihnen auch. So, Rossi nehmen wir uns. Ah, sehr gut, okay. Gut zu wissen. Beim Anbremsen haben wir da mal die besseren Karten. So, jetzt dürfen wir da vorne die Leute nicht verlieren. Wenn es irgendwie möglich ist. Mal schauen, was die für ein Speed da drauf haben. Und go, raus hier. Rossi kommt uns nach im Windschatten. Boah, da fährt uns Rossi hinten rein, weil er es noch immer nicht rafft, vorbeizukommen. Von der Programmierung her. Runde 2 und das ist zumindest einmal halbwegs alles gut gegangen. Ja, da vorne wechselt schon wieder die Führung.
wie andere ihre Unterhosen. Und wir sind auch dran. Mit Rosa Lorenzo wechselt gerade 2-3. Ja, das wird jetzt permanent so gehen. Wenn sich da keiner absetzen kann. Ja, und wir versuchen hier mit unserer Pramac Ducati halbwegs dran zu bleiben, aber nicht zu viel Risiko zu gehen, dass wir jetzt gleich stürzen. Das wäre natürlich fatal. Für mich und für den Livestream natürlich. Ja, da sind wir so ein bisschen blöd rausgekommen. Wir haben außerdem den Anschluss verloren, aber wir haben in IRS schon gesehen, weil ich 100% gefahren bin, dass die KI auch wieder aufschließen kann. Also so ist es auch wieder nicht. Oh, jetzt einmal Pedrosa vorne, letzter bei der Gruppe, der fünfte quasi. Beide Ducatis vorne mit dabei. Wir mit unserer Kunden-Ducati. Schnuppern da an der Führungsgruppe ein bisschen noch ran. Mal schauen, wie lange wir das noch schaffen. Sehr schön. Ah, da hinten sind es auch ein bisschen im Zweikampf. Spagaro jetzt hinter mir. Wo ist Rossi hin? Eieiei. Der kämpft sich da hinten ab. Aber wir werden ein Einzelrennen. Von dem her ist es ja nicht so dramatisch. Wie gesagt, ich werde an jedem Rennwochenende einen 100% Grand Prix. Ach du Scheiße. Moment. Ja, man soll eben nicht reden, vor allem nicht in den Stellen. Und wir haben wahrscheinlich genau wieder die Kante. Ja, genau. Wir haben genau die Kante erwischt. Ja, das ist natürlich bitter. Ich würde einfach sagen, wir werden ein bisschen weniger reden. Einen Joker Zimmer. Und jetzt konzentrieren wir uns hier aufs Fahren. Jetzt konzentrieren wir uns hier aufs Fahren. Ja, immer am Grand Prix-Wochenende versuche ich dann auch einen Grand Prix zu fahren, wann sich's ausgeht. Je nachdem, wie ich da arbeiten muss. Aber für alle, dass ihr gleich einmal Bescheid wisst. Kann sein, kann durchaus sein, dass ich schon am Samstag in Grand Prix fahre, auch wenn am Sonntag der erste Grand Prix ist. Also Samstag, Sonntag und im schlimmsten Fall Montag, wenn es sich gar nicht ausgeht. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, ob jetzt in dem Kalender ja alle Grand Prix vom 16er drin sind auch, oder ob es da nicht den einen oder anderen Change gab, ich weiß es gerade gar nicht. Wenn nicht, werden wir einfach einen alternativen Grand Prix hier auswählen bei uns. Also Zug ist hinten zwar gut dabei, aber nicht gut genug. So, Iannone jetzt einmal letzter hier von der Gruppe. Und ich glaube Marquez. Nein, Marquez ist da hinten sogar. Da muss Pedrosa gerade erster sein. Ja, Pedrosa hätte jetzt die Riesenchance gehabt, da gute Punkte gut zu machen auf Marquez und ist selber gestürzt. Aber gut, im Endeffekt, unterm Strich hätte ziemlich viel gebracht, also Marquez wäre ziemlich oft gestürzt. Er ist einfach generell zu langsam, also von dem her bringt es ihm nicht wirklich viel. Oh, jetzt wird fast ein bisschen spät. Ah, hinten beides Zug ist schon in der Verfolgerrolle.
Nein! Jetzt haben die da... Ich bin einfach in die Eisen gegangen, dass ich jetzt Lorenzo nicht abschieße. Das habe ich jetzt ein bisschen verpennt. Da hätten wir können schön vorbeigehen an Lorenzo. Weil es dahinter wieder so ein Problem haben, da beim... Boah, rausbeschleunigen, wenn sie dann nebeneinander fahren, glaube ich, oder generell. Ah, da hätten wir jetzt können mächtig Boden gut machen. Also hier dann doch ein bisschen vorsichtiger. Man kann zwar etwas riskieren, dass man wirklich mit super Schwung rauskommt, aber ich habe es auch vorher gesehen, wenn man wirklich zu eng ist und genau über die Ding fährt, über diese Rille, dann fliegt man ab. So, ich glaube Tobi gerade erster vor Pedrosa. Und wieder Probleme, na, jetzt geht's eigentlich. Die Maniac hier unterwegs auch. Ja, was mit Iannone los war? War da irgendwie letzter? Also mit der Suzuki, glaube ich, ist er noch nicht ganz so warm. Im Endeffekt hätte es Lorenzo mehr gebracht, bei Yamaha zu bleiben und Iannone sicher mehr bei Ducati. Also für beide eigentlich bis jetzt. Nicht wirklich das Gelbe von Ei. Vom Ei. Ich glaube, Lorenzo, wenn es so weitergeht, wird dasselbe Schicksal erleiden. Wie Rossi, befürchte ich fast. Ja, Dovi hat es schon drauf, die Ducati, aber da wird er auch einige Zeit brauchen, um reinzukommen, Lorenzo. Ob er die Geduld aufweist, ich weiß es nicht. Das heißt, du bremst zu früh. Jetzt gerade zum Beispiel zu spät. So, Runde 8 hier von 25. Oh, da kommt er ja von Lorenzo. Oh, 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 oh. Marquez fettet sich da zurück. Boah, da schreckt mich immer da drüber. Jetzt ist Rossi wieder, hat sich hinten durchgesetzt, hat sich auch abgesetzt von der Suzuki und dem Rest des Feldes und wird jetzt gleich wieder aufschließen auf uns, glaube ich. Er kann ja alleine schön fahren. Der wird ja ein paar Runden dran sein bei uns. Bei den Espargaros hinten auf 8-9 überholen sich gegenseitig. Also da ist auch die Tech 3 dabei.
Jo, Runde 9. Oh, der Reifen hinten. Huiuiui. Gerade haben wir auf der Geraden mal gleich auf, gar nicht geschaut, Traktion 4 gehen, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr den Reifen noch schonen auch. Sonst könnte es eng werden. Also rein nur aus Schon-Gedanken. Sonst könnte man hier fast auf niedrig. Aber wir müssen da ein bisschen aufpassen. Da habe ich glaube ich schon die Pfeile, da habe ich schon den Atem von Valentino gespürt. Oh. Ich glaube, da hätte ich müssen ein bisschen mehr recherchieren, wenn jetzt schon fast die Hälfte hinten, nein, die Hälfte nicht, aber ich glaube, wir haben nur ungefähr 60% Hinterreifen. Obwohl wir den Medium drauf haben, das könnte noch problematisch werden für uns. Vorne kein Problem. Ja, Wale wird definitiv kommen. Hat sich vorne schon abgesetzt? Nein, noch nicht. Sehr schön. Das war gerade zu spät. Und schon hat uns Wale. Ja, gerade auf dem Kontrollbildschirm raufgeschaut, wegen Stream. Aber gut. Aber jetzt nicht mehr. Vollen Fokus aufs Rennen und wenn dann nur am Anfang der Geraden vielleicht kurz und dann gleich wieder runter. Haben sie leider durch unseren kleinen Verbremser ein bisschen den Anschluss verloren nach vorne. Aber wir sind noch auf P6 hier, noch top dabei. Rossi hinter uns, was will man mehr? Vielleicht kommen wir sogar wieder ran vorne an den Jungs. 2 Sekunden auf Marquez. Vielleicht können wir da ein bisschen was abknappern. Wenn wir jetzt mehr oder weniger alleine fahren können. Ja, Rossi kommt aber von hinten. Wenn er uns noch einmal attackiert. Aber momentan schaut es gerade nicht so aus. Wenn er uns nicht attackiert, vielleicht können wir wieder ein bisschen aufrücken. Vor allem, wenn es da ihre gewissen Schwachstellen wieder ein paar Mal einen kleinen Ruckler drin haben. Kommen wir sicher wieder ran, wenn wir halbwegs hier auf Tempo bleiben, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Oh, scheiße, da muss ich jetzt vom Gas gehen, sonst wäre ich hier komplett wieder weggerutscht am Gras auch. Etwas zu weit rausgeraten.
Boah, da muss ich vom Gas gehen. Das war jetzt gerade wieder der Winkel. Ich habe mich eigentlich schon fliegen gesehen. Ja, man kann das jetzt auch mit Joypad nicht so hundertprozentig immer genau treffen. Ja, der Reifen hat sich wieder ein bisschen gefangen, der ist noch bei halb ungefähr, also das könnte jetzt dann doch, speziell der hintere, könnte gut gehen. Ich glaube, das mit Traktion 4 hat ihm jetzt sehr geholfen und ich versuche auch ein bisschen vorsichtiger mit dem Hinterreifen umzugehen, rausbeschleunigen und so, an gewissen Ecken. Ich glaube, das hilft ein bisschen, dafür kommen wir auch nicht jetzt so ran. Ah, die Spitzengruppe vorne wieder, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, wir müssen ein bisschen hinten managen, Reifen. Dass er uns nicht in den Stich lässt bei den letzten 3-4 Runden. Ja, die wechseln da permanent, jetzt ist gerade Iannone, glaube ich, erster. Kann sich keiner absetzen vorne. Na, wir waren da sogar ein bisschen zu langsam gerade. Ja, Rossi dran. Dann nach hinten die beiden so Zug ist. Da ist schon ein Riesenabstand. Die können da nicht mitgehen. Ja, jetzt haben wir es gut erwischt wieder. Wir kommen ran, trotzdem nach vorne wieder, die Spitzengruppe. Aber die letzten Runden werden definitiv wieder schwieriger werden. Ja, jetzt haben sie wieder... Ja, wir haben ja alle den Fehler drin, den Schlenker, das gibt's ja nicht. Jetzt kommen wir wieder in von einer Kurve hier komplett ran an die Gruppe. Boah, aufpassen, Esther. Ja, wir sind zumindest schon einmal über der Hälfte oder über der Halbzeit. Ja, jetzt ist der hintere Reifen wieder ein bisschen runtergegangen. Das wird sicher noch ein Problem werden, die letzten Runden. Ja, da hätten wir also von Anfang an in der Viererstufe fahren, von der Traktionskontrolle, dass er da ein bisschen den Reifen geschont hätte. Hier müssen wir bereit sein, falls wir wieder einen kleinen Fehler drin haben, dass wir da vorbeischießen können vielleicht, wenn es möglich ist. Ja, wir schließen auf. Sehr geil. Ah, Iannone fährt aber extrem innen, Kampflinie und so. Da können wir gerade nichts machen. Rossi jetzt wieder ein bisschen abgerissen hinter uns. Haben kurz einen Zwischenspurt eingelegt. Mal schauen, ob er jetzt wieder rankommt dann, wenn er sich wieder ein bisschen erfangen hat. Ah, die Zweiter gerade. Ist jetzt Pedrosa oder ist es wieder Marquez? Und Iannone haben den Anschluss an die Top 3 gerade verloren.
Ah, Pedrosa und Iannone ist es. Okay, liegt es an ihren Reifen vielleicht? Habt ihr eine aggressive Reifenwahl getroffen oder war da was? Man weiß es nicht genau. Aber es könnten, wenn sie verschiedene Reifen nehmen, vorne durchaus die Reifen sein. Ein bisschen weit gegangen hier. 10 Runden noch ungefähr. Können wir aufpassen, nicht zu aggressiv, nicht hier den guten Platz hier wegwerfen. Sich wieder ein bisschen aufrichten und Gas wegnehmen. Das ist immer sehr riskant. Wie gesagt, einmal sind wir eh gestürzt. Oh, hallo Styria TV. Willkommen zum Stream. Schaut auch immer gerne vorbei. Danke, danke. Probieren wir es mal gegen unseren Ducati-Kollegen Iannone. Gegen den Maniac. Wenn uns schon die Chance lässt, müssen wir es zumindest probieren. Ah, verdammt. In den letzten Runden, dann werden wir sowieso automatisch langsam, wenn der Gummi weg ist. Lang haben wir nicht mehr Gummi, so knapp über 20... Also 21 bis 22 wieder komplett weg sein. Dann kann man auch schon Rossi. Ja, das wird ein Problem werden. So weitergeht, werden wir da Rossi nicht halten können hinter uns, glaube ich. Jetzt nochmal haben wir es. Und da kommt er schon. Da zeigt er sich, innen über die Wiese. Kommt man noch einmal abwehren. Wir wissen nicht, wie es Rossi geht mit den Reifen, aber so wie es ausschaut, ist er gerade besser drauf. Ja, nach hinten ein bisschen Luft. Mal schauen, was jetzt geht gegen Rossi. Jetzt hat man gerade noch, jetzt waren wir sogar kurzzeitig Fünfter gegen Iannone. Weil da Probleme gehabt und jetzt kommt schon Rossi wieder. So schnell kann sich das Blatt wenden. Ah, jetzt hänge ich hinter ihm. Wir müssen da unsere Stärken unbedingt ausnützen. Das hat uns leider ein bisschen was gekostet jetzt insgesamt gesehen. So, einmal kommt man noch vorbei, weil wir noch ein bisschen Gummi haben. Wir bleiben dran. Es ist noch so einiges möglich. Die 18 von 25, sechste Position mit der Pramac Ducati. Hier im 16er war sie, glaube ich, die Maschine,
die ein Jahr alt war. Aktuell haben sie ja, ich glaube, sogar die 17er aktuelle Maschine bei Pramac. Da tut sich natürlich für uns dann im Spiel im 17 auch eine Option bei Pramac auf. Also wie es jetzt ausschaut, werden es Lorenzo nicht sehr gut einstufen und das wird dann auch den Rest der Saison so bleiben beim MotoGP 17, glaube ich. So, ein Millimeter Gummi haben wir noch drauf. Und dann ist er auch schon bald vorbei. Bei Traktionskontrolle haben wir noch auf 4, also aber aufpassen müssen wir natürlich trotzdem. Rossi lauert hinter uns. So, die ersten sind schon schlafen gegangen. Werden immer weniger aktuell. Ja, kurz nach 12 ist klar. Die meisten müssen morgen wahrscheinlich aufstehen. Ich habe morgen frei, zum Glück. Freunde, Nummer 6 Runden, ihr haltet es durch. Ah, Janone, jetzt habe ich Gott sei Dank durchziehen können. Jetzt, wo der Gummi gleich weg ist. So, jetzt vorne bleiben hier behaupten gegen Iannone. Vielleicht geht's ja irgendwie. Na, jetzt ist der Gummi weg. Blinken tut's doch nicht, aber viel haben wir nicht mehr hinten drauf. Ja, P5 wäre natürlich der Hammer. Ja, und die Ding hat hier natürlich mehr Power. Die Werkstukate gegen unsere. Aufpassen auf der Bremse, fallen wir jetzt hinten der Reifen. Vorne haben wir sogar noch Mittel, das passt. Mit dem Weichen. Wir haben unser Medium ist hinten. Ja. Weg. Was war das jetzt? Noch einmal. Ja, da hat er sich noch einmal reingekniet und dann hat er uns eine mitgegeben. Weil hier fahren die KI nochmal nicht nebeneinander. Da hat hier noch irgendwas nicht gepasst. Ja, ein Ticken zu spät. Ah, jetzt hat er das leichte Problem gehabt, aber konnte man jetzt nicht nutzen leider. Hinten regelt er die Traktion schon, Traktionskontrolle mächtig runter immer, wenn wir da keinen Grip mehr haben. Und 21 von 25 und die letzten Zuschauer halten tapfer durch. Die anderen werden sich vielleicht dann morgen anschauen. Boah, da ziehen wir schon wieder einen richtigen Strich. Ah, jetzt haben wir keinen Grip mehr, jetzt kommt noch Wale. Den werden wir wohl nicht mehr halten können, leider. Mal schauen, wie sich seine Reifen entwickeln. Boah, da macht er fast das Verstappen-Manöver. Vom vorigen Jahr zumindest.
bisschen aufpassen heißt auf jeden Fall. Ja, durch einen leichten Fehler wieder hier von Wale. Kommen wir noch einmal vorbei. Jetzt eng bleiben, wollte ich gerade sagen. Da ist aber Wale. Ja, da konnten wir uns noch gerade so durchsetzen. So, jetzt hier eng bleiben. Boah, da probiert das aber. Boah, Glück gehabt. Aber jetzt könnte das doch für uns zum Glück. Ich kann da nicht mehr so hart reingehen beim Bremsen. Ja, dann bräuchte man hier auf jeden Fall einen harten Reifen hinten. Dazu fehlt mir leider die Zeit zum Testen. Ah, da konnte man nicht einlenken. Weil Wale da war, da hätte ich müssen irgendwie versuchen, innen zu vorbeizugehen, wenn es möglich gewesen wäre. Ja, wir sind schon langsam in der Schlussphase. Also, glaube ich, ein Zuschauer mehr mit dabei. Dennis 83, hey. Und jetzt war es zu viel. Vorne der Reifen. Aber wir haben, glaube ich, Vorsprung. Weiter geht's. Vor den Suzukis. Da sind sie aber jetzt schon. Na, da müssen wir jetzt die 7 heimbringen, Freunde. Ja, normal ist nach einem Rutscher aus. Im Spiel geht's. Sagen wir halt, es war nicht so tragisch. Ja, ein paar Lags habe ich auch drin leider. Ich hoffe, die Performance vom Spiel wird nächstes Jahr besser. Oder beim 17er, beim MotoGP 17. Das ist wirklich ein schlechter Witz. Vinales, ja, da ist er jetzt hinten, da hat er sich durchgesetzt. Über die Distanz ist er dann doch halt von den hinteren der Beste. So ziemlich vom Speed her, vom Rennspeed vor allem. Ja, 3,2 haben wir da auf Rossi. Ja, für alle 100% Rennenfreunde in meiner Karriere darf ich euch darauf hinweisen, falls ihr so zufällig das Video bei mir entdeckt habt, schaut auf meinem Kanal, da ist die, da fahre ich auch meine komplette Karriere, bin ich von der Moto3 weggestartet, weil ich auch beim MotoGP 17 wieder so machen wird die Karriere, wieder von ganz unten. Hoffentlich kommt wieder die Boxengasse und hoffentlich auch einmal eine Siegerehrung. Und irgendwie mit den Privatteams das irgendwie ein bisschen besser machen, das wäre auch geil. Wo man auch vielleicht einen eigenen Fahrer einstellen könnte, wenn es die Originalen nicht sein dürfen. Ja, es muss natürlich wahrscheinlich jeder so fahren, wo er ist. Dann fiktionelle Namen, irgendwelche Fahrer, keine Ahnung. Das wäre irgendwie witzig. Aber gut, wünschen kann man sich ja. Mal schauen, was rauskommt beim MotoGP 17.
Ich hoffe, die Jungs bei Milestone geben sich ein bisschen Mühe. Wow, da ist schon wieder unsere Stelle, wo wir gestürzt sind. Jetzt, in dem Moment ist mir noch eingefallen und ich habe die Bremse wieder gelöst ein bisschen. Wow, und da sind wir auch schon, Freunde, in der letzten Runde hier. Und die werden wir hoffentlich jetzt auch noch... Nein, da kommt wieder alles von außen. Leck mich am Arsch. Wo kommt der jetzt her? Scheiße. Maverick, der Gewinner von heute. In echt natürlich, mit seiner Yamaha. Den werden es auch gut einstufen. Also der ist bei uns auch, bei MotoGP 17 auch dann jede Saison, glaube ich, ziemlich Favorit. Auf den Gesamtsieg natürlich auch. So, jetzt wird es schwierig. So, Ducati Power, Freunde. Können wir jetzt die Linie halten? Das wäre jetzt wichtig. Ja, zu wenig. Das ist genau das, wo er durchgeschlüpft ist. Aber wenigstens noch ein Fight in der letzten Runde. Geile Sache. Ja. Komm. Oh, da bremst du auch spät. Ah, lecker mio. Wir lassen es reinrollen ein bisschen. Da kann er schon wieder kontern, oder? Ja, da ist er schon wieder. Oh, geile Sache hier. Und nochmal. So, kommt er hier nicht so gut raus vielleicht? Yes. Wir kommen nochmal durch. Jetzt müssen wir hängen bleiben. Nein, und wieder ein bisschen. Ah! Wo ist er? Yes. Komm. Jetzt machen wir hier zu. Wo ist er? Komm, eng bleiben, Bernie. Ja. Und über die Ziellinie. Jawohl. Huh. Scheiße, war das nochmal geil zum Schluss hier. Maverick. Jawohl, da sind wir vor ihm. Wunderbar. Gott sei Dank noch geschafft. Janone hin und Sechster geworden. 36-1. Ja, wir haben 8.334 und er hat 8.386. Geil. Ja, 500stel vor ihm. Lorenzo ein 36-1, schnellste Runde, wie ein 36-1. Okay, da waren wir mit der schnellsten Runde gar nicht so schlecht dabei. Geile Sache. Wie lang war der Grand Prix selber? 40 Minuten plus, weiß nicht, wie lang sind wir gefahren? 5, 10 Minuten Quali, also 58 Minuten, aber schon gut mit der Vorbereitung. Der Stream jetzt, gutes Stündchen, ich hoffe. Gut, ich habe ihn jetzt eh aufgenommen. Ich hoffe, jetzt funktioniert es direkt mit der Übernahme. Das Türe davor hat gesagt, hat geschrieben im Chat, dass ich bei den nicht gelisteten Videos nachschauen soll. Ja, ich habe auch bei den Livestreams selber dann nachgeschaut. Ich habe es leider nicht gefunden, ich verstehe es nicht. Aber ich muss nochmal irgendwie schauen, nicht gelistet, ob ich da irgendwo reinschaue oder ob ich es irgendwo finde vielleicht. Weil heute hat es ja auch funktioniert. Dieser Teststream oder dieser kleine kurze Stream von Forza hat ja auch nichts anderes gemacht. Aber nochmal trotzdem danke, Styria. Ich werde da noch einmal kurz reinschauen dann. Jo, was haben wir hier? Loris Bass, letzter, hinter Tito Rabat sogar mit seiner Ducati. Eieiei, mit dem wollte ich sogar fahren. Aber mit dem wäre es noch ein bisschen schwieriger geworden. Bradl haben wir hier, ja. Johnny Hernandez wollte ich auch fahren, der ist 17er geworden. Leverty, gutes Ergebnis. Noch mit einem Punkt hier. Bradley. Karl Crutchlow auf der 12. Ja, der ist im Rennen leider ein bisschen zu schwach eingestuft. Ich hoffe, beim 17er werden es noch ein bisschen besser reingeben. Dann ein bisschen besser einstufen. Die beiden Brüder hier. Espargaro 9 und 10. Polia mit Bradley bei KTM. Da wäre beim 17er auch definitiv die erste Saison. Wärmer, sofern es wählbar ist, gleich mit KTM starten, Freunde. Das werden wir definitiv machen. Dann will ich noch als Teamkollege von Jonas Folger und Johann Zarco auch fahren. Das so meine Ideen fürs 17er MotoGP. Jo, solide Leistung, trotz, ja, zweimal haben wir zurückgespult. Einmal sind wir so gestürzt, selber mit der Bremse. Da spulen wir natürlich nicht zurück, das ist auch klar.
Und ja, das haben wir gar nicht gesagt. Andrea Dovizioso gewinnt das Rennen auf der Ducati. Geil, geil, geil. Der heute auch in echt so viel Pech gehabt hat. Pech gehabt hat, weil ihn, ich glaube, Ippo Espargaró auf der Aprilia aktuell weggeräumt hat. Das ist echt Pech für Dobi, weil so hätte er wieder gute Punkte für die Gesamtwertung. Das wäre echt wichtig gewesen. So spielt das den beiden Yamaha-Jungs natürlich komplett in die Karten. Rossi und Vinales. Ja, Vinales auch im zweiten Rennen jetzt hier ohne Fehler. Ja. Das war eine sehr gute Leistung von ihm. Ja, und wäre er nicht, hätte Rossi schon einen guten Vorsprung. Lorenzo natürlich. Ich glaube, der wird dieses Jahr wohl nicht mehr wirklicher Gefährder von Rossi und Vinales und wer halt vorne ist. Da muss er jetzt mindestens dieses Jahr einmal komplett lernen und die Ducati versuchen zu beherrschen. Und ich glaube, wenn es ihm dieses Jahr nicht gelingt, dann muss er sich langsam dann wieder um was Neues umschauen. Keine Ahnung, wo er dann hingeht. Ich weiß es nicht. Ist schwer zu sagen. Aber da hat er kein leichtes Los. Ja, mit wem können wir das nächste Mal dann fahren? Ich weiß es gar nicht. Einfach so Bradley Smith oder was? Ich weiß nicht. Oder mit Hector Barbera. Ja, irgendwen werden wir schon finden. Ja, wir müssen schauen, wenn es ein Grand Prix ist, wo ich sonst leicht gewinne, muss ich mir noch anschauen, dann müssen wir auf jeden Fall ein Motorrad von hinten nehmen, dass wir bei 100% Grand Prix da nicht irgendwo weit vorne sind. Ja, Dieter Rabatt wäre dann auf jeden Fall eine Möglichkeit mit der Honda, da haben wir ein bisschen ein Gefühl. Jhon Hernandez werden wir auch einmal pilotieren natürlich. Wir gehen einfach mal alle dann durch hier bei den ganzen Grand Prix. Ich weiß gar nicht, ist in 2 Wochen, weiß das wäre noch zufällig von euch. Ich glaube, in 2 Wochen geht es wieder weiter. Der Livestream ist, hat es aber richtig mächtig angezogen. Da sind wir schon ziemlich fast, na, live nicht ganz, aber eigentlich ganz gut dabei. Ja, Dieter Rabatt, den werden wir sich eventuell das nächste Mal nehmen. Ja, mal schauen. Austin ist das nächstes. Ich schätze, warte, pass auf, steht da. Achso, nein, 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 da steht kein Datum. Ich schätze mal, in 2 Wochen wird es sein, oder? Oder fahren die nächsten? Nein, Osterwochenende fahren die sicher nicht. Ich schätze mal, in 2 Wochen. Weiß das zufällig noch wer von euch? Wenn nicht, schaue ich gleich selber nach. Nur jetzt spontan gefragt. Und dann Jerez. Gut, da bin ich erst noch 100% Rennen gefahren. Aber wenn es da fahren, ja, dann ist eh mein Lieblings-Grand-Prix. Dann müssen wir da auch noch einmal nachlegen. Le Mans muss ich schauen. In der Karriere dann. Ja, jetzt bin ich wieder auf den Kuster gekommen hier für die längeren Grand Prix. Katalunya. Ich glaube, da werden wir keinen Hund. Ja, muss ich schauen. Es ist jetzt in dem, jetzt beim 16er nicht mehr so dramatisch wie beim 15er, weil wir da souverän gewonnen haben. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, wir lassen es mal gut sein. Obwohl es jetzt eh nicht so dramatisch ist, weil beim Stream, wenn es funktioniert mit dem Hochladen und so, mit dem Freigeben, dann ist es eigentlich eh relativ egal. So, da bin ich jetzt schon rausgesprungen, weil ich da drüben gedrückt habe. Ich sage mal danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Und jo, der nächste Livestream kommt bestimmt. Vielleicht wieder mal, versuche ich es wieder mal mit dem Mic. Ja, wenn ich hier drauf gekommen bin, wo das eigentliche Problem liegt. Naja, dann würde ich sagen, das war's. Ich sage recht herzlichen Dank, Freunde, im Livestream und natürlich auch draußen. Draußen? Nein, auf YouTube, alle, die sich das Video und das Rennen dann später angeschaut haben. Ich schätze mal, es wird momentan zumindest. Kann ich da mal rüberschauen? Gehe nochmal auf Aktualisieren, ob ich hier das Video schon sehe, vielleicht. Ah, hier noch nicht. Ich glaube, das muss ich vorher abschließen hier oder den Stream beenden und dann wird das erst irgendwie freigeben. Jo, in diesem Sinne noch einmal, wir sehen uns bestimmt nächster Grand Prix auch in meiner Karriere. In Le Mans, glaube ich, haben wir jetzt gesagt. Ja, kommt auch demnächst. Mal schauen,
wie lange wir den fahren. Ansonsten noch einmal riesen Danke. Würde mich noch riesig über vielleicht ein Däumchen nach oben freuen, wer noch Lust und Zeit hat, um die Uhrzeit. Oder dann natürlich, wer sich später anschaut, kann auch ruhig ein Däumchen noch raufgeben. Da hätte ich nichts dagegen. Nur um zu zeigen, ob es euch gefallen hat oder nicht. Dass ich da so ein kleines Feedback bekomme, das wäre echt eine coole Sache. Oder ein Kommentar unten rein auch noch, wenn wer was noch zum Hinzufügen hat. Oder Wünsche für die nächsten Grand Prix dann in Zukunft. In diesem Sinne noch einmal danke. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.